ist es wieder soweit. Ballert er wieder rein. Der Amurwels. Das wäre ja der Oberhammer. Erste Nacht habe ich hier schon getestet. Wieder die klassische Stelle. Also, vor nicht allzu langer Zeit ging es hier schon an der Stelle ganz gut auf Amurwels. Und vor wenigen Tagen hieß es dann im Chat, Alden gerade einen feisten Amurwels gefangen vom Anleger aus. Und ja, die Area hier ist einfach immer wieder top für den Amurwels. Amurwels, wer ihn noch nicht gesehen hat, das sind diese Kandidaten hier. Ja, kleine Welse. Ich hoffe, wir ziehen gleich nochmal ein feißes Gerät raus, die übelst gut auch Silber bringen. Wenn wir mal eben reinschauen hier, der Amurwels, ne, mit 3,7 Kilo schon über 50 Silber, ist einfach der Hammer. Die letzte Nacht oder so eine knappe Nacht stand ich schon hier und habe hier ein bisschen rumprobiert. Und da sind auch schon die ersten reingeballert. Sieht also schon mal ganz gut aus. Jetzt haben wir es mittlerweile 19 Uhr. Und ich würde sagen, ich fange mal so langsam an auf Amurwels. Ist, glaube ich, eine ganz gute Zeit. Das heißt, ich werfe hier so aus dem Handgelenk locker raus. Und jetzt muss ich halt auch erstmal noch ein bisschen testen und rumprobieren. Was ist so ein bisschen die, oder was ist die beste Geschwindigkeit? Gehe ich hier mit größeren Jigs rein oder mache ich nur einzelne Umdrehungen mit so einem kleineren Hopser? Das ist halt jetzt die große Frage. Auf was triggert der Amurwels? Und dann geht es natürlich noch weiter. Dann müssen wir vom Setup natürlich noch so ein bisschen rumprobieren. Gehen wir eher super fein rein. Gehen wir vielleicht sogar mit Microbraid ran oder solche Geschichten. Super dünne Schnur. Oder ist es dem Amurwels eher wurscht und er ballert auf alles rein? Das ist natürlich jetzt, oder das gilt es jetzt auszuprobieren und zu testen. Wenn du da Erfahrungen mit hast mit dem Amurwels, gerne auch unten drunter schreiben in die Kommentare. Das hilft dann denjenigen, die das Video sehen und noch gar nicht vielleicht auf den Amurwels geangelt haben, dass wir da so ein bisschen verschiedene Setups auch zusammenkriegen. Also mein Setup, ja, auf das gehen wir natürlich auch gleich ein. Ich probiere jetzt gerade mal so ein bisschen den Jig. Ich bin hier gerade mit Texas Rig unterwegs. Ich war zuletzt, war ich immer mit normaler Jig-Montage unterwegs. Jetzt in diesem Fall teste ich mal das Texas Rig. Texas Rig sollte ich sogar noch geskillt haben. Genau, Texas Rig ist geskillt. Dazu kommen dann noch plus 3 Skillpunkte. Zack, nochmal so locker raus. Das ist ja so ein bisschen weiter. Plus 3 Skillpunkte auf der Route. Die kommen natürlich noch mit dazu. Und dementsprechend haben wir jetzt hier plus 6 erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass man hier einen Trophy fängt oder eben auch die größeren Brocken. Das wäre natürlich der Hammer, wenn der endlich reingeht, der Amurwels. Würde mich mega freuen. Suche ich schon lange. Immer mal wieder getestet. Und das wäre einfach top. Und ansonsten, wenn er nicht reingeht, ist es trotzdem gut, alleine von der Kohle, über 150 Silber für so eine Nacht, das schmeckt. Und tagsüber kann man natürlich auch wieder hier vieles probieren, ob man hier einfach mit der Pose steht, das geht ja immer ganz gut hier an der Stelle. Oder man versucht es hier auf Hecht, auch das funktioniert ganz gut. Beim Hecht, da hatte ich ja auch schon verschiedene Videos zu gemacht, auch zu dieser Stelle, ich verlinke das nochmal. Da gibt es auch ein Hechtvideo hier, speziell zu diesem Höllenbaum. Der Höllenbaum, der nach allem grabt und greift, was da dran vorbei schwimmt und sofort verhakt. Man sieht es hier vorne so ein bisschen da in dem Bereich. Da gehen noch so die Wurzeln oder die Äste, die gehen noch weiter runter. Und so eine, oder hier sieht man es auch, wenn man das so ein bisschen verfolgt. Hier unten, da ist es gerade ganz gut zu sehen. Und diese Verästelung, oder auch hier in diesem schwarzen Bereich, da sieht man es auch gerade. Diese Verästelung, die gehen eben auch noch weiter bis hier vorne ungefähr. Also in dem Bereich, ich halte mal mit der Rutenspitze hin, da wo man gar nichts mehr sieht vom Baum, auch da sind noch Äste. Das heißt, wenn man sich denkt, okay, ich ziehe mal hier für ein Hecht schön nah dran vorbei, keine gute Idee. Schaut euch das mal genau an, man sieht das so ein bisschen bei gutem Lichteinfall, wie da die Äste weiter langziehen. Also immer schön ein bisschen Abstand halten hier. Von diesem Höllenbaum.
Also, so, jetzt nochmal hier langsam durchziehen. Die Frage ist, wann ballert der Amurwels rein? Ich konnte den so bis in die Morgenstunden, 8, 9 Uhr, das ging noch ganz gut. Aber dann hört es dann auch irgendwann einfach auf. Und jetzt ist halt die Frage, ob der jetzt so, ja, 8, 9 Uhr abends dann auch wieder schon reingeht. Das wäre ja nicht so schlecht. Dann hätten wir da 10, 12 Stunden ein Zeitfenster, was man ganz gut nutzen kann. Und jetzt, wie gesagt, einmal schön durchziehen hier. Einmal schön locker gejiggt. Der größte bisher, den hatte ich auch tatsächlich eine schön lange Jigführung langsam, relativ langsam durchgezogen. Und was das Spannende ist, die beißen relativ weit hier vorne rein, ne? Weil man jetzt auch hier wieder diese schwarze Linie da oben sieht. Eher so in diesem Bereich ballern die rein. Also ich musste gar nicht so weit rauswerfen. Das sind, zack, das sind vielleicht so 20 Meter, die man rauswirft. Mehr ist das nicht. Zack, da ist er. Der erste mittelprächtige. Schön. 1,3 ist schon ganz gut. Hammer, ne? Ganz cool gemacht. Sieht ganz cool aus. Finde ich mega nice. Ja, erster schöner Amurwels. Schickes Ding. So, und jetzt geht's halt weiter. Genau, so schön locker raus. Und dann gechillt durchziehen. Ich ziehe nochmal schnell ein, also den jetzt hier einmal durch. Und dann gucken wir mal gerade noch ins Setup rein. Bevor ich jetzt gleich hier kontinuierlich ein nach dem anderen durchwerfen muss, damit wir die Zeit auch effektiv ausnutzen können. Denn, zack. Oh, wow. Oh, oh, oh. Oh, ja. Oha. Das passiert nicht so oft. Ich hoffe, es ist der richtige Fisch. Und nicht eine olle Quappe oder so. Die können natürlich auch reingehen. Alter, es ist ein oller Timen. Noch viel schlimmer, ey. 1,9. 2 Kilo Timen, Alter. Und Timen, Alter. Was er direkt Radau macht. Ei, ei, ei. Wie einen 5 Kilo Amurwels. Ei, ei, ei. Ja, das ist meine größte Sorge tatsächlich. Das ist meine größte Sorge. Jetzt bin ich wieder nicht reingegangen, ne? Okay, ich mache noch eine Drehung. Und jetzt gehen wir rein. So, Setup wie folgt zusammengebaut. Wir haben die Vexila, wie gerade schon gesagt, mit plus 5. Vexila eigentlich für alle, die Spinning betreiben möchten, ein Must-Have. Eine der wichtigsten Routen für sämtliche Gummifischmontagen, wie zum Beispiel Texas Rig, aber eben auch normale Jig-Montage und so weiter und so weiter. Vecchi Rig, also komplett eine der wichtigsten Routen im Game, weil so spezialisiert. Full Metal ist eine Rolle aus dem Weihnachtsmarkt, läuft relativ langsam. Finde ich ganz gut, wenn man eben auch so jiggt und so. Wenn man am Yama ist, da finde ich sie manchmal ein bisschen zu langsam, weil die Strömung da einfach zu schnell sein kann. Und man kriegt auch da manchmal, selbst wenn man mit Speed reinkurbelt und man hat dann einen König oder sowas aus Versehen dran, dann kriegt man den manchmal gar nicht eingekurbelt. Das heißt, man hat wieder Spannungsverlust. Deswegen finde ich die manchmal ein bisschen kritisch. Bremskraft allerdings sensationell mit 18,5. Komplett übertrieben jetzt gerade. Ich bin mit 12 Kilo Schnur dran und einem Vorfach von 9 Kilo, 1,0er Haken diesmal, sehr groß, und damit testen wir das jetzt hier an der Stelle. Ansonsten habe ich auch schon mal gehört und auch schon gesehen, dass da sehr große gefangen worden sind auf recht kleinen Haken. Das ist ja gar nicht so ein Riesendingen. Das ist ja gar nicht so ein Riesenfisch. Dementsprechend kann man den wahrscheinlich auch ganz gut auf kleine Haken fangen. Und da ballert nochmal was Dickes rein. Alter, ich hoffe jetzt nicht der nächste Timen. Na, auf 9 Kilo. Mach mich nicht fertig, Alter. Da ist schon wieder ein Timen. Alter, 3,8. Alter, das hatte ich in der letzten Nacht nicht. Ei, 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 ei. Ob ich hier mit dem Setup zu dünn bin? Eieiei, das macht mir wirklich Sorgen. 1,0er Haken.
Und wenn ich mir gleich vorstelle, da ballert vielleicht gleich so ein 15 Kilo Timen rein. Nee, mach mich mal nicht fertig hier, ey. Ich glaube, ich teste gleich nochmal ein bisschen anderes Vorfach und vielleicht doch nochmal einen anderen Haken, eine andere Hakengröße. Vielleicht ballert da dann, ich gehe einfach mal kleiner rein und dünner, vielleicht sogar mit diesem Vorfachsmaterial. Testen wir gleich mal. So, gerade nochmal umgebaut und ich bin übelst gespannt, inwieweit sich das jetzt auswirkt. Weniger Tragfähigkeit kann natürlich gefährlich werden, 6,8 Kilo, aber auch nur einen kleinen 6er oder mittleren 6er Haken. Wieder, zack, raus damit. Deutlich weiter. Ich lasse nochmal das Tempo, Bremse runter und dann rein hier in den Jig. Die Schnur jetzt deutlich dünner natürlich als das Fluorocarbon. Die große Frage ist, wobei eigentlich nicht, ne? Normalerweise, ich meine, es ist zwar schon ein klares Gewässer, aber so in der Nacht, da sollte doch eigentlich eher die Schnurstärke relevant sein als die Sichtbarkeit, oder? Für den Amurwels. Gucken wir mal, was da geht. Zack, ist einer dran, jawohl. Oder auch da jetzt eine Quappe. Übrigens, Quappe, ganz interessant, hatte ich heute auch schon wieder. Die Quappen, die stoßen ja manchmal so ein bisschen, na guck mal, geht doch. Stoßen ja manchmal so ein bisschen aggro einmal erst so den Köder an. Und das passiert hier tatsächlich auch. Das heißt, man ist in der Jigführung drin, verliert auf einmal die Jigführung, aber man hat noch keinen Biss. Das heißt, du verlierst, ne? Du siehst hier unten die Jigführung, drehst das so schön durch, flipp, auf einmal ist die Jigführung weg, aber wenn du dann R drückst, ist noch kein Biss dran. Das kann häufig eine Quappe sein, die da halt mal dagegen dutzt, aber noch nicht gebissen hat. Entweder einfach ein bisschen warten oder versuchen einfach direkt wieder in den nächsten Jig halt zu kommen. Hatte ich jetzt schon zweimal und jetzt gerade auch beim letzten Mal war es dann wieder eine Quappe, die dann doch noch reingegangen ist. Das heißt, die spielen wahnsinnig viel mit den Ködern, die Quappen. Man sieht das auch beim Grundangeln, so mit den Naturködern, dass die dann halt lange so rumzuppeln, bing, bing, bing. Und dann ist es auch eben häufig eine schöne Quappe, die da reingeht. Zack, jawohl. Und auch da ein bisschen mehr Power. Ja, wobei, ich habe jetzt eine dünnere Schnur dran. Ich habe jetzt gerade mal versucht, so ein bisschen gegen die Strömung. Man muss vielleicht ein bisschen mehr kurbeln. Da kommt die Quappe. 3-2er Quappe, jawohl. Genau, also nochmal raus hier. Und jetzt so ein bisschen gegen die Strömung absinken lassen. So, und jetzt kommen wir dann auch in den Jig. Eine ganze Drehung. Da sind wir jetzt drin. Jawohl. Bisschen die Pause natürlich immer machen. Und dann gib ihm. Aber ohne Scheiß, im Großen und Ganzen schmeckt mir das schon mega, ne? Also es ist wirklich super spannend. Man muss nicht so weit auswerfen. Man hat super Fische, die auch noch gut Silber bringen. Es sind recht seltene Fische, die Amurwälse. Das heißt also, wenn man hier die Chance hat, einen Brocken rauszuziehen, dann einfach nutzen. Und ich weiß, es wurden auch zuletzt, als der Spot hier das letzte Mal lief, wurden hier auch feiste Trophies gefangen. Da geht also noch ein bisschen was. Ich werde jetzt eher erstmal ein bisschen weiter durchziehen. Sollte da was Dickes reingehen, schalte ich natürlich nochmal rein. Ja, und dann geht doch nochmal einer schön rein hier. Zack, ich habe gerade nochmal komplett gewechselt. Heißt also, die gesamte Schnur, alles, beziehungsweise nicht alles, die Schnur einfach nochmal komplett gewechselt, Vorfach runtergenommen. Und teste jetzt hier gerade wieder mit der Strömung. Gegen die Strömung, verschiedenste Sachen jetzt probiert, war alles nicht so gut. Und dazu kommt, man kommt deutlich schwieriger hier. Ich meine, hier ist ziemlich starke Strömung. Man kommt schwieriger in den Jig. Und deswegen jetzt hier nochmal schön mit der Strömung. Grob jetzt hier auch so in die Richtung, wie ich jetzt hier gerade stehe. Einfach mal da hinten so einen Baum anpeilen und dann immer da so hinwerfen. Und was ich gemacht habe, ich bin jetzt hier komplett auf Fluorocarbon, komplett Schnur.
Und bin dann da nochmal weg von der geflochtenen. Zack. Na siehste, genau. Auch hier wieder im Nahbereich. Kleiner Amorwels, aber immerhin auch schon maßig, ne? Also Setup hier nochmal eben 6,9 Kilo Fluorocarbon komplett. Ich ändere jetzt nochmal einfach nur auf die Jig-Montage. Das lassen wir so, wie es ist. Wir nehmen hier mal einen sowas Kleines. Nö, ich glaube, ich nehme hier einfach mal hier den 1er Jig-Kopf wieder und gehen hier auch wieder auf den Schaumgummi und dann ziehen wir den auch nochmal durch. Heißt also, wenn man vielleicht noch nicht so weit geskillt ist beim Spinning, dann kann man das natürlich hier mit der Jig-Montage machen, die auch übrigens sehr leicht immer in den Jig reingeht, ne? Also das ist ja die erste Jig-Montage. Anfängerfreundlich das Ding. So. Und wieder so ein bisschen locker durchziehen. Und dann hoffe ich, na, schon wieder rausgeflogen. Ob da Quappen reinballern und doch nicht anbeißen jetzt hier gerade wieder. So, ich mache mal einen größeren Jig. Jetzt ist er wieder drin. Auch wichtig jetzt hier vorne in dem Bereich, wo die halt jetzt zuletzt immer eingestiegen sind. Dass wir da dann auch wieder die Jig-Führung schön hinkriegen. Wobei, das wird schon fast zu nah. Ah, doch noch. Guck mal, krass. Krass. Yep. Nee. Buckelachs. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Nice, ey. Auch. Buckelachs. Naja, aber da sieht man mal, auf was die Schaumgummis hier alles triggern. Nicht schlecht. Also, so und so ähnlich. Wir haben so langsam die Morgenstunden. 5 Uhr morgens. Zack. Alter, ich ziehe natürlich immer noch weiter hier rein. Ob das ein Amurwels wird? Wenn ja, ist er mächtig groß. Wenn nein, hoffe ich nicht, dass es ein viel zu großer Timen ist. Ei, 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 ei. Aber den großen Buckellachs würde ich auch noch mitnehmen. Alter, so, schön hochziehen. Jetzt ein bisschen mit der Strömung. Mit der Strömung hier runterziehen. Komm ran, Alten. Oha. Oha, der hat noch Bock. Na, komm ran hier. Alter, auf den letzten Minuten. Immer das Gleiche. Da ballert dann auf einmal noch einer rein und sagt sich, nee. Bleib mal hier, ey. So. Und da dreht er sich in die Richtung. Jawohl, immer schön mit der Kopfrichtung, wo er hingeht, am besten damit hinziehen. Dann haben sie es am schwersten. Oder eben schön nach oben. Ja, der haut nochmal schön ab. In die Richtung geht er auch nicht. Jetzt in die Richtung. Und nach oben. Komm. Ei. Und? Was ist da denn, Alter? Wieder ein Timen? Alter, dass der so abgehen kann. 2 Fünfer timen. Pfah. Also mit Fluorocarbon echt tricky. Oder ihr geht einfach dicker hier rein. Schön mit, keine Ahnung, 13 Kilo. War ich, glaube ich, beim letzten Mal auch deutlich mächtiger unterwegs. Hat auch funktioniert. Jetzt versuche ich es halt ein bisschen zarter und feiner. Einfach mit der Hoffnung, dass ich dann doch irgendwie die Trophy überlisten kann. Ob das so ist und ob das so funktioniert, werden wir vielleicht irgendwann sehen. Ich ziehe jetzt hier weiter durch. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen fürs Video. Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.